Ich darf Ihnen den Herrn Mischa Göttelt vorstellen, Lean Manager Großprojektezentrale bei der DB Netz AG. Einfach da starten. Und den Herrn Martin Jenschke, Lean Coach, ebenfalls Großprojekte Süd DB Netz AG. Den hat zu dem Thema Einsatz von Lean Thinking zur digitalen Prozesssteuerung bei Großprojekten der Bahninfrastruktur. Bevor Sie starten, noch mal ein paar Worte auch zu Ihnen. Herr Göttelt, Sie sind Lean Manager bei der Großprojektezentrale, bei der DB Netz AG. Sie haben Ihr Studium am KIT absolviert im Wirtschaftsingenieurwesen, haben internationale Studien- und Berufserfahrung gewonnen in Europa, Nord- und Mittelamerika. Sie waren in Berkeley, haben Großbaustellen, Lean-Produktionsprinzipien absolviert. Seit 2013 sind Sie bei der DB Netz AG im Bereich Großprojektmanagement unterwegs und haben ganz viele Projekte bei mir auf der Liste gemacht und betreut. Dazu zählt unter anderem auch der Projektabschnitt IC-Ausbaustrecke Berlin-Nürnberg. Der Co-Redner, Herr Jenschke, ist Leiter Lean Coach, Großprojekte Regionalbereich Süd, DB Netz AG in der Zentrale. Sie haben in Stuttgart Bauingenieurwesen studiert mit der Vertiefungsrichtung Wasser und Verkehr, anschließend mehrjährige internationale Tätigkeiten als Projektingenieur, Projektleiter, Bauüberwacher, unter anderem auch im Tunnelbau, und waren ab 2010 in Katar bei einem Projekt tätig. Auch spannendes Großprojekt gewesen. 2014 sind Sie zur DB Netz AG gewechselt und haben dort über die Betreiberfunktion Leiter Planung und auch dort ein Großprojekt betreut. Und 2019 sind Sie Lean Coach. Ich freue mich auf Ihren Vortrag und Ihre Erfahrungen. So, jetzt erst noch mal ganz kurz ein Stimmungsbild vorweg, eine kleine Frage. Wer von Ihnen steht gern mit seinem Auto im Stau? Jetzt habe ich eine gute Nachricht für alle, die diese große Leidenschaft nicht teilen. Wir bei der DB Netz AG setzen alles daran, dass die Infrastruktur zur Verfügung steht, damit sie zukünftig Also wir bei der DB Netz AG setzen alles daran, damit die Infrastruktur zukünftig zur Verfügung steht, damit sie schneller und besser mit der Bahn an ihr Ziel kommen. Und wie wir an der Stelle unsere Großprojekte, die Fragen zur Bahn können wir später erklären, warum der Zug Verspätung hatte, das beantworten wir später alles. Jetzt wollen wir aber heute in unserem Vortrag darüber sprechen, wie wir unsere Infrastruktur-Großprojekte die Laufzeit um 25% von der ersten Projektidee bis zur Inbetriebnahme der Infrastruktur verkürzen wollen. Und dafür haben wir uns folgende Agenda überlegt. Wir werden auf die Ausgangssituation zu sprechen kommen, in der wir uns als Unternehmen befunden haben, als wir das Projekt aufgesetzt haben. Dann als zweites natürlich, wie wir unsere Prozesse analysiert haben, was wir im dritten Schritt für einen Prozess daraus abgeleitet haben. Und dann natürlich auch die Frage, wenn wir diesen Prozess gestaltet haben, wie können wir die Transformation, sozusagen die Digitalisierung dieses Prozesses vorantreiben. Und zum Schluss wollen wir mit Ihnen unsere Lessons learned und auch die Fragen, mit denen wir auf diesem Weg immer wieder konfrontiert worden sind, dann einmal teilen. Ja, mein Name ist Mischa Göttelt und ich freue mich jetzt auf 45 Minuten intensivsten Austausch. Mischa, danke. Ich kann mich dem nur anschließen, ich freue mich auch. Damit wir uns ein bisschen vorstellen, damit Sie auch wissen, was macht DB Netz und warum sind wir nicht unmittelbar für die Verspätungen im Fernverkehr gleichzeitig verantwortlich. Ein paar Zahlen. Die DB Netz AG hat insgesamt 44.000 Mitarbeiter, betreibt 33.000 Kilometer Schienennetz in Deutschland. Damit sind wir ungefähr haben wir ein dreimal so großes Netz wie alle Bundesautobahnen zusammen.
Wir beide sind von der Abteilung Großprojekte. Auch Großprojekte ist vielleicht auch nochmal ein Buch mit 7 Siegeln. Großprojekte ist nicht in dem Fall Stuttgart 21. Das wäre die einzige Projektgesellschaft, die wir noch haben. Großprojekt hier ist im Bereich Mitte, Wallauer Spange. In München ist es die 2. S-Bahn-Stammstrecke. Wir haben den Rhein-Ruhr-Express in West. Das sind so ein paar Schlagworte für Sie. Hamburg, Bremen, Hannover, auch als Ausbaustrecke. Bei uns in Großprojekte sind 1.800 Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben ungefähr 2 Milliarden Umsatz im Jahr, Tendenz steigend. Und das ist auch genau das Thema, was wir am Anfang haben. Vielleicht auch die anderen Vorredner. Im Moment haben wir einen dermaßen Rückenwind von der Politik, wo wir eigentlich eher ein Problem haben, das Ganze abzuwiegeln. Und vielleicht ist die Wirtschaftlichkeit nicht der erste Faktor, mit dem wir da arbeiten müssen. Die Politik hat inzwischen auch festgestellt, dass die Schiene nicht die alleinige Lösung aller Probleme ist. Vielleicht auch selber teilweise natürlich auch ein Problem darstellt, ganz klar. Aber es geht, glaube ich, nur mit der Schiene, dass wir die Stauprobleme lösen, dass wir die Klimaziele erreichen. Wenn man sich vorstellt, wir haben als nächsten Schnitt 2030 mit der Pariser Konvention, wo wir ungefähr 40% CO2 einsparen sollen. Das wird ein bisschen sportlich, auch nicht unbedingt mit den tollen Autos, ob von Porsche oder Audi oder wie sie alle heißen. Es wird nicht ganz funktionieren. Und auch das Metropolwachstum, Herr Kühn hat es vorher auch schon angehört, auch in Frankfurt entstehen ganz neue Stadtviertel. Es gibt eine Prognose für München. In 2030 ist die gleiche Bevölkerungsdichte in München wie in Rio de Janeiro. Auch nicht so prickelnd, um dort zu leben. Das heißt, wir werden uns zwangsläufig irgendwie damit beschäftigen müssen, den wenigen Raum, den wir noch zur Verfügung haben, wie nutzen wir den? Wollen wir da Autobahnen bauen oder wollen wir vielleicht doch Lebensraum schaffen? Deswegen ist bei uns der Ansatz insgesamt nicht der, dass wir wirtschaftlicher werden müssen, sondern bei uns ist ganz definitiv die Aussage da, wir müssen unsere Infrastruktur schneller bereitstellen. Und wir haben eine Analyse gemacht von unseren Großprojekten. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt bei uns ungefähr 20 Jahre, von der Projektidee bis zur Inbetriebnahme. Und ich kann Ihnen versichern, das liegt nicht daran, dass die Kollegen, die da mitarbeiten, keine Lust haben, ihre Arbeit zu machen, sondern wir sind von ganz vielen externen Randbedingungen auch betroffen. Herr Kühn hat es vorher auch gesagt, teilweise überlegt sich die Politik auch manchmal was Neues. Ne? Vor ein paar Jahren haben wir noch Strecken zurückgebaut, haben Werke schließen müssen. Jetzt müssen wir genau diese Strecken eigentlich wiederherstellen unter Umständen und das auch noch viel schneller. Deswegen ist bei uns sozusagen der erste Fokus darauf, dass wir die Infrastruktur schneller zur Verfügung stellen müssen. Gerade wenn wir nochmal den Schluss haben auf 2030, das ist quasi in 10 Jahren und eine durchschnittliche Projektlaufzeit von 20 Jahren. Wenn wir jetzt zur Politik gehen und sagen, ja, wir haben dann die Lösung für euch in 20 Jahren. Ich glaube, wenn jeder von Ihnen sich nochmal überlegt, wo waren wir vor 20 Jahren? Wie sahen die Handys aus? Wer war da Bundeskanzler? Also insofern, das ist, glaube ich, nicht der Anspruch, den wir da haben können. Wir haben Ihnen hier mal ein Bild zusammengesetzt, was alles die Politik sich schon an Rahmenbedingungen sozusagen überlegt hat. Das links oben, die Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung, vielleicht kennt das der eine oder andere. Die sogenannte BUF regelt im Prinzip die Finanzierungsarten. Da geht es um Baukosten und Planungskosten. Die sind inzwischen halbwegs miteinander verschmolzen. Es geht darum, dass wir Leistungsphasen aus der Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung teilweise schon in die Vorplanung mit einziehen und dass wir auch in den Bundestag gehen sollen, um dort eine Vorplanungsvariante uns bestätigen zu lassen. Die Digitalisierung der Großprojekte, das kennen Sie auch alle, da spielt natürlich auch BIM eine große Rolle, aber auch die digitale Bauakte. Dann gibt es so Maßnahmen wie das Planungsbeschleunigung oder das Projektbeschleunigungsgesetz. Dahinter verbirgt sich im Prinzip, dass das Eisenbahnbundesamt als jetzige Aufsichtsbehörde noch die zusätzliche Arbeit der staatlichen Bauämter mit übernimmt. Und dazu gibt es noch die Prozessoptimierung, die wir gerade sozusagen durchleben und die Mischa Ihnen auch schon vorgestellt hat. Insgesamt haben wir gesagt, wir wollen 5 Jahre beschleunigen. Wenn Sie jetzt die Zahlen einfach mal aufaddieren, dann kommen Sie auf ein bisschen mehr. Ja, könnte man sagen, super, wait and bend, wie es so schön heißt. Einfach zurücklehnen, wir haben 8 Jahre, soll das ja wirken. Wir brauchen bloß 5, also können wir uns wieder hinlegen sozusagen. Das soll aber nicht so sein, weil sozusagen die Maßnahmen, also die Finanzierung zum Beispiel auch mit der Prozessoptimierung reinspielt. Und das Ganze ist eben nicht additiv zu sehen, sondern teilweise wirken die Maßnahmen auch einfach zusammen. Sie kennen aber alle die Kernprobleme. Also wir haben Ihnen hier mal ein paar aufgefüllt. Das ist einfach,
das tägliche Leben. Ja, es läuft eben nicht so schön strukturell ab, wie man sich das vielleicht meistens vorstellt. Da gibt es externe Anfragen, Steuerungsthemen, dann kommt das Management und will wieder was Neues haben und so weiter. Und die Mitarbeiter werden eigentlich großteils auch nicht einfach in Ruhe gelassen, um die Maßnahmen eigentlich strukturell abzuarbeiten. Genau, und zu diesen Kernproblemen auf organisatorischer Ebene kommen dann halt die bekannten Probleme, die wir halt auf Bauprojekten haben. Ja, das heißt, meistens wird ja ein Bauprojekt oder ist ein Bauprojekt so ein kleiner Mikrokosmos. Ja, das heißt, es bilden sich irgendwo eigene Regeln und eigene Standards. Ja, und wir haben ein Unikatdenken. Das heißt, ich habe ein einzigartiges Bauwerk, damit habe ich einzigartige Lösungen. Ich entwickle alles von null. Ja, und habe dann auch nur in diesem einen Projekt sozusagen meine Lösung. Das heißt, ich habe ein Projektdenken, ja, anstelle eines übergeordneten Prozessdenkens. Und ich habe so kleine Inseln, ja, die, wo das funktioniert hier unten, aber ich denke nicht sozusagen im Gesamtunternehmen. Und daher habe ich sozusagen, denke ich, projektorientiert und agiere dementsprechend auch. Und das führt natürlich auf der anderen Seite auch dazu, dass ich eben Verschwendung habe. Ja? Das heißt, ich mache gewisse Arbeit auch einfach doppelt. Ja? Ich habe fehlende Standards, die übergreifend wirken, weil wir ja unsere Standards oder die einzelnen Vorgehensweisen in unseren Projekten haben. Und Wissen bleibt dann auch in den Projekten. Ja? Das heißt, ich habe hier meine kleine Insel und das Wissen bleibt auf dieser kleinen Insel. Und dementsprechend haben wir dadurch natürlich auch Verluste. Einfaches Beispiel wäre hierfür zum Beispiel ein Planfeststellungsverfahren bei Großprojekten. Ein Großprojektleiter, der macht vielleicht in seinem Leben maximal 2 dieser Planfeststellungsverfahren. Das heißt, da ist die Lernkurve extrem flach. Ja. Als Beispiel. Das, was Mischa gerade gesagt hat, eben wir haben den unterschiedlichen Aufwand. Die traditionelle Variante ist diese graue. Sie sehen jetzt hier 2 Kamelbuckel, das könnte in Ihrem eigenen Projekt können es auch 5 sein oder vielleicht nur eine, aber Sie werden durchaus der Meinung sein, Sie werden hier Aufwandspitzen einfach haben. Ziel bei uns soll einfach sein, dass wir das über ein Prozessmanagement sozusagen machen und die Mathematiker unter Ihnen können dann das Integral unter der Kurve quasi ausrechnen. Das wäre dann der Gesamtaufwand und wir wollen einfach auch erreichen, dass der Gesamtaufwand geringer wird. Hier ist eben nicht sozusagen drin, dass wir hier noch eine Verkürzung stattfinden lassen, sondern im Prinzip einfach nur mal den insgesamten Aufwand betrachten, dass wir sagen, wir versuchen das eigentlich koordiniert ablaufen zu lassen. Ja. Genau, wie sind wir jetzt vorgegangen bei der Analyse unserer bisherigen bestehenden Prozesse? Weil wir uns gedacht haben, okay, wir müssen uns natürlich erstmal intern Gedanken machen, von wo starten wir? Dafür ist die Grundvoraussetzung gewesen, das hatte ich jetzt auf dem einen oder anderen Vortrag auch schon gehört, dass wir uns gedanklich von dieser starren HOI-Leistungsphasen-Modell getrennt haben im Projektmanagement. Das heißt, in einem ersten Schritt haben wir uns eine Grobstruktur gegeben, ja, unserer eigentlichen Projektphasen. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, wir haben praktisch als erstes hier eine Initialisierungsphase, die mit dem Meilenstein-Projektauftrag sozusagen endet. Danach kommt eine Definition, dann kommt das, was Martin gesagt hat, die Beteiligung der Politik. Das heißt, wir bekommen einen politischen Beschluss nach dieser parlamentarischen Befassung. Das ist jetzt hier, ist die Definitionsphase zu Ende und wir können wirklich konkret mit einem politischen Auftrag mit der Planung starten. So, und danach kommt eben ganz normal die Planung, die dann wiederum mit dem Baubeginn wieder die Phase endet und hier hinten haben wir praktisch dann noch die Realisierung und den Abschluss des Projektes. Das war erstmal so die grobe Struktur, die wir uns für unseren Prozess als Rahmen gegeben haben. So, dann als zweites haben wir gesagt, okay, was sind denn noch äußere Faktoren, äußere Rahmenbedingungen, unter denen wir unsere Projekte umsetzen müssen? Das heißt, was sind wichtige Eckpunkte und Meilensteine, die wir einfach durchlaufen müssen aufgrund unserer Konzernregularien? Ja, das sind hauptsächlich interne Quality Gates und Berichte, die einfach durchlaufen werden müssen, um die Qualität unserer Prozesse
irgendwo zu gewährleisten. Dann haben wir die als zweites sozusagen auf uns verortet, immer zu diesen einzelnen Projektphasen, haben die halt verteilt. Danach haben wir geguckt, okay, technisch und prozessual, was sind die Regelwerke und die Struktur, die wir dabei beachten müssen? Das heißt, welche geltenden Regelwerke müssen wir praktisch im Rahmen unseres Projektes wieder gedacht über die einzelnen Phasen von der ersten Projektidee bis halt hier zur Inbetriebnahme bzw. zum Abschluss des Projektes. Was müssen wir da an technischen Regelwerken sozusagen berücksichtigen und haben die wieder innerhalb dieser Prozess-Landkarte verteilt. So, und dann kam hinzu, dass wir hier unten noch Maßnahmen hatten aus einem internen Geschäftsprozessverbesserungsmaßnahmen, die darauf abgezielt haben, unsere internen Geschäftsprozesse zu verschlanken. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, aus dem wir im Endeffekt heute auch in mehreren Workshops innerhalb unserer Organisation Ideen gesammelt worden sind, wie wir unsere Organisation sozusagen besser machen können. Und dabei ist das Wichtige gewesen, dass diese Ideen praktisch hierarchieübergreifend aus allen Bereichen gekommen sind. Ja, und das Credo dabei war hauptsächlich, dass man gesagt hat, man möchte jetzt endlich von diesen Inseln, von diesen, Best-Practice-Inseln dazu kommen, dass man sagt, okay, wir wollen Best-Practice eben für alle nutzbar machen. Und es gab insgesamt, glaube ich, so knapp 350 Ideen, die man schon formuliert hat. Und von diesen 350 Ideen sind 20 dann jetzt in die nähere Betrachtung gekommen und 9 davon setzen wir aktuell jetzt bei uns in unserer jetzigen Implementierungsphase um. Das heißt, das waren die Maßnahmen, die sozusagen dann noch dazu gekommen sind. Und ganz zum Schluss haben wir dann noch neueste Entwicklungen, ja, die sich jetzt gerade aktuell ergeben haben. Das heißt zum Beispiel Bedarfsplan-Umsetzungsvereinbarung, das heißt die andere Art der Finanzierung und Kooperation mit unserem Geldgeber, dem Bund, und natürlich solche Themen wie BIM. Das Ganze hat stattgefunden. Jetzt die Validierung dessen, was wir uns ausgedacht haben, das hat jetzt praktisch nicht am grünen Tisch stattgefunden, sondern wieder hierarchieübergreifend, bereichsübergreifend, das heißt Projektleiter, genauso wie Kolleginnen und Kollegen aus den Zentralen, haben sich in kleinen Workshop-Gruppen immer wieder kontinuierlich über das Jahr getroffen und haben die Struktur und den Inhalt dieser Landkarte immer wieder sozusagen validiert und überdacht. Ja? Das heißt, wir haben wirklich großen Wert darauf gelegt, das heterogen verfügbare Wissen, was wir in unserem Unternehmen haben, zu nutzen, um die Projektlandkarte immer wieder weiterzuentwickeln und auch natürlich an der Stelle besser zu machen. So, wenn man sich das mal anguckt, wie so ein Ergebnis aussah, das heißt jetzt hier zum Beispiel haben wir unsere Projektlandkarte im Endeffekt in so 4 Bereiche gegliedert, wo dann immer wieder, auch wenn da jetzt hier schon etliche Punkte, anfangs waren es zum Beispiel 115 Punkte, schon auf der Projektlandkarte irgendwo diesen Projektphasen, ja, zugeordnet gewesen sind, war das nicht so, dass wir gesagt haben, ja okay, jetzt einmal, wir haben es, zack, das ist es jetzt. Sondern wir haben immer wieder auch noch überdacht, das heißt, es wurde auch immer Veränderungen vorgenommen, es wurden Punkte getauscht, es wurde Inhalt von den Punkten vielleicht nochmal ergänzt, überarbeitet, sodass nach diesen Workshops auch eine Anpassung der Projektlandkarte immer wieder stattgefunden hat. Und am Ende hatten wir in einem Raum bei uns praktisch den Gesamtprozess. Hier oben sieht man noch die Phasen oben drüber geklebt, wirklich von der ersten Projektidee bis
zur Inbetriebnahme der Infrastruktur einmal übersichtlich an einer großen Wand, ja, mit den einzelnen Eckpunkten illustriert. Und natürlich auch hier sieht man das noch, die einzelnen Teilprozesse zugeordnet. Das heißt, ich habe meine Projektphasen. Ja, oben habe ich die zugeordnet mit den Meilensteinen, die ich gerade erwähnt habe. Und dann habe ich hier sozusagen auf der Y-Achse runter habe ich meine Teilprozesse. Das heißt, man kann es jetzt hier auch nochmal irgendwie, man kann es jetzt hier sehen, da kommen wir auch später nochmal zu, wie die Teilprozesse aufgeteilt sind. Und hier unter hatten wir dann die Beschreibung der Eckpunkte. Das heißt, was ist notwendig, damit ich praktisch diesen Eckpunkt erfolgreich absolviere und die Leistung, die sich dahinter verbirgt, erfolgreich erbringen kann. Im Endeffekt kann man sagen, dass wenn wir uns das Ergebnis ansehen, das ist jetzt ja intern Prozessanalyse und uns nochmal das Ziel, was Martin am Anfang formuliert hat, vor Augen führen. Das heißt, wir wollten ja 25% unserer Gesamtlaufzeit der Projekte oder der Gesamtlaufzeit der Projekte wollten wir 25% Verkürzung schaffen. Das heißt, bei 20 Jahren knapp 5 Jahre. Und wenn wir jetzt drauf gucken, haben wir alleine durch diese organisatorischen, prozessualen Maßnahmen fast diese 5 Jahre erreicht. Wobei man fairerweise sagen muss, hier unten steht noch Lean Construction, dass das natürlich operative Maßnahmen sind, wie zum Beispiel die optimierte Bauausführung. Aber daran kann man mal sehen, wie viel Potenzial praktisch so eine fundierte Prozessanalyse auch der internen Geschäftsprozesse im Endeffekt mit sich bringt. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie sieht dieser Prozess aus? Und dazu wird Martin jetzt noch mal ein paar Worte sagen. Genau. Ich springe gleich weiter. Sie können es jetzt leider nicht lesen, aber ich kann Ihnen versprechen, dass wenn Sie es sich ausdrucken auf A3, können Sie alle diese Maßnahmen lesen. Und ich glaube, das ist das, was auch grundsätzlich durch die ganze GLCI-Konferenz eigentlich durchgeht, diese Visualisierung. Und wenn mir vorher einer gesagt hätte, ich kriege den Gesamtprozess von der Projektidee bis zur Abschlussmeldung eines Großprojektes auf eine A3-Seite ausgedruckt, dann hätte ich ihn wahrscheinlich am Anfang für verrückt erklärt. Aber hier ist der Beweis sozusagen da, dass es durchaus geht. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Hier oben sind die groben Projektphasen mit den jeweiligen Meilensteinen. Hier sind die Teilprozesse, zum Beispiel Projektmanagement, Einkauf, Kapazitätsmanagement, Baudurchführung. Und es sind insgesamt 96 Eckpunkte, die sozusagen hier von der Projektidee hier runter Richtung Bauausführung sozusagen sie durchs Projekt begleitet. Ziel war, dass wir im Prinzip, ich sage mal, eine 85-prozentige Lösung schaffen. Ja, so frei nach dem Spruch von Mark Twain, Continuous Improvement is always better than delayed perfection. Wir sind uns durchaus bewusst, dass nicht alle Punkte vielleicht vollumfänglich da sind. Aber wenn wir vorher den Kollegen gesagt hätten, wir haben 5.786 Prozesse in der DB, wir haben jetzt noch ein paar mehr gefunden, dann hätten die uns wahrscheinlich auch alle rausgehauen. Und inzwischen ist es aber so in den Workshops, dass die Kollegen sagen, wir brauchen noch mehr. Also sie wollen eigentlich enger geführt werden und noch den Prozess eigentlich noch direkter haben, anstatt die unendliche Freiheit sozusagen. Wenn man auf die nächste Seite geht, wenn Sie jetzt auf einen dieser Eckpunkte klicken, sozusagen, das wäre jetzt hier beispielhaft der Eckpunkt 11, sehen Sie hier sozusagen den Input, was ist der Vorläufer? Und Sie sehen auch hier schon, wenn man es lesen kann, der Vorläufer vom Punkt 11 ist nicht unbedingt der Punkt 10, sondern das kann auch ein anderer sein. Sie sehen hier praktisch die Vorläufer, Sie sehen hier das Produkt, was ist nachher raus, und hier sehen Sie in der Mitte sozusagen die Hauptinhalte und Aktivitäten. Und die Neuerung hierbei ist auch, dass wir sozusagen hier unten im linken unteren Feld die Standards oder die Prozesse dabei aufgelistet haben, die mir bei der Erfüllung dieses Tätigkeitspunktes im Prinzip helfen. Wir haben ein System gewählt gehabt bei der DB, mit dem die Mitarbeiter nicht so sonderlich glücklich waren. Und im Prinzip können Sie sich das so vorstellen, das ist ein Riesenwust an irgendwelchen Prozessen. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, suchen Sie mal den LN120401, das wären wir vielleicht nach 5 Minuten noch nicht fertig gewesen. Und hier ist es einfach so, dass Sie eigentlich von der Tätigkeit her kommen und nicht den Prozess, als das oberste Mittel sehen, sondern Sie fragen, was muss ich gerade tun?
und um mein Ziel zu erreichen und welcher Prozess unterstützt mich da dabei. Hier unten werden Sie auch feststellen, es gibt den einen oder anderen Punkt, der auch mal Nein drin hat. Was überrascht, weil bei 5.800 Prozessen, mit man eigentlich meint, man hat alles erschlagen, sogar wie bei der Weihnachtsfeier oder Weihnachtsbaum aufzustellen ist. Es gibt auch immer noch Prozesse, die nicht da sind. Und auch das war für uns eine Überraschung, weil wir auch da feststellen, es gibt Prozesse, die einfach ins Leere laufen. Oder in Excel heißt es so schön Zirkelbezug. Ja, also einmal festgestellt haben, das können wir daran nämlich auch erkennen und da weiterarbeiten und die Prozesse entsprechend abzuarbeiten. Auch einfach, System KISS, Keep it short and simple, war für uns, dass wir eben den Mitarbeitern mit 3 Klicks zum Ziel führen. Der erste wäre praktisch, Sie sind auf der Projektlandkarte, Sie klicken auf den Eckpunkt Ihrer Tätigkeit, Sie kriegen die Tätigkeitsbeschreibung an und Sie klicken dann das zweite Mal sozusagen auf den zuständigen Prozess, der Ihnen da hilft und sind somit mit 3 Klicks am Ziel. Ich glaube, das ist eine deutliche Verbesserung und auch eine Einfachheit, die wir da erreicht haben. Ich springe mal ein bisschen drüber. Ich sage jetzt mal ganz einfach, wenn Sie einen Standard haben, Beispiel, Sie haben 100 Eisenbahnbrücken und davon sind 2 Standard, ist die Frage, ist das ein guter Standard? Bei uns ist es eben auch so, dass wir gesagt haben, wir versuchen das Ganze so einfach wie möglich zu halten und das Ganze eben am Leben zu halten und das Ganze lebendig zu machen. Auch hier gibt es praktisch immer kontinuierliche Verbesserungen. Das heißt, alle 3 Monate gibt es ein neues Release sozusagen von dieser Projektlandkarte, wo wir als Lean Coaches in den Regionen von den Projekten im Prinzip die Informationen einholen, wenn ein Link mal nicht funktioniert oder wenn bei dem Eckpunkt die eine oder andere Tätigkeit noch mit dabei ist, dass wir das sozusagen mit einarbeiten. Grundsätzlich ist es so, auch Thema vorher bei Lean Design war auch, wir haben interdisziplinäre Teams, die sitzen total verstreut, unterschiedlich da. Der Oberleitungsplaner sitzt vielleicht in Leipzig, das Projektteam in München und insofern ist es relativ schwierig und wir wollen einfach damit sozusagen die 85% Lösungen schaffen, die Punkte aufzuzeigen, in welchen die Projekte immer durchlaufen. Das heißt ja nicht, dass sozusagen also es gibt Projektanpassungen, das eine oder andere Projekt hat vielleicht mal einen Punkt dazu oder ist davor, wie auch immer, spielt keine Rolle, aber im Prinzip haben Sie hier eine übersichtliche Darstellung. Und Sie können sich auch mit den Kollegen in einem anderen Regionalbereich austauschen, die dann vielleicht im gleichen Eckpunkt sind und wenn Sie dann beide über den Eckpunkt 24 reden, wissen alle genau, was gemeint ist. Genau, und idealerweise haben wir praktisch nachher als Ergebnis eine Organisation auf unseren Projekten, die sich dann an den Prozessen orientiert und eben interdisziplinäre Teams vorhanden sind, in denen sozusagen alle Rollen auch klar definiert sind. Das heißt, genau klar ist, wer wann was wie zu tun hat. Und damit auch sozusagen vielfältiges Expertenwissen über das gesamte Projekt verteilt ist und eben nicht in unterschiedlichen Organisationseinheiten. Jetzt ist natürlich die Sache, nachdem wir unseren Prozess neu gestaltet hatten, war die Frage, ob die Digitalisierung dieses Prozesses irgendwo noch eine weitere positive Unterstützung leisten kann. Und dabei war halt ganz wichtig, dass wir an der Stelle so vorgegangen sind, dass wir gesagt haben, der Prozess als solches muss natürlich erstmal für sich so funktionieren und richtig sein. Denn eins ist auch klar, nur weil ich einen schlechten Prozess digitalisiere, ist es noch kein guter Prozess. Von daher, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Sodass wir dann von der jetzigen Situation, das heißt, wir haben uns überlegt, wie sieht unsere jetzige Infrastruktur aus, mit der wir in den Projekten aktuell vielfach noch arbeiten. Das heißt, wir haben für die Terminplanung, für die Steuerung, für unsere Regelwerke und Prozesse, aber auch für diese Aufgabensteuerung dann wirklich im Detail in den Projekten, haben wir immer wieder unterschiedliche Insellösungen. Ja? Das heißt zum Beispiel hier, das eine Mal, das ist jetzt MS Project, dann haben wir für unsere Regelwerke, haben wir dann wieder ein anderes System, wo Martin gerade schon gesagt hat, dass das nicht so sehr intuitiv bedienbar ist. Und für die Aufgabensteuerung nutzen die Teams dann halt ja, diverse Tools, die sie eben zur Verfügung haben, ob es jetzt eine Excel-Tabelle ist oder vielleicht auch ein Kanban-Board.
Das bleibt dann halt den Teams jeweils überlassen. Sodass wir praktisch parallele Systeme haben, in denen die Informationen miteinander nicht verknüpft sind und wieder individuelle Lösungen, ja, und keine überregionalen Standards und keine Vergleichbarkeit. So, und von daher ist natürlich gewesen, unser Ziel gewesen, jetzt zu sagen, alles klar, wir wollen an diesen Punkten, die wir jetzt hier sehen, wollen wir etwas ändern. So, das heißt, unser Zielzustand ist eben, dass die Informationen, die wir jetzt in den unterschiedlichen Systemen zur Verfügung haben, miteinander verbunden werden können, verknüpft werden können und ein Austausch dieser Systeme stattfinden kann. Ja, das heißt, ich weiß plötzlich, wenn ich hier meine Aufgabe habe, ich muss ein Planungsheft erstellen, ja, kann ich gucken, okay, was ist denn notwendig, um welche Regeln muss ich befolgen, welches Regelwerk ist dafür relevant. Das habe ich dann, was Martin genau gerade gezeigt hat, mit dem Klick auf diese Tätigkeit, wo ich mich aktuell gerade in meinem Projekt befinde, komme ich dann zum Regelwerk. Das heißt, wir haben wieder diese Verknüpfung der zur Verfügung stehenden Informationen. Und damit versuchen wir jetzt dann auch einen Standard in den Projekten von der ersten Projektidee bis eben zur Inbetriebnahme zu installieren, um dann natürlich auch leichter über die Region zu sehen, ja, woran hapert es denn eventuell in unseren Projekten? Wo können wir auch Verbesserungen einsteuern? Und ganz zentral ist dabei der Punkt, dass wir jetzt halt eine Steuerung über das Aufgabenmanagement halt an der Stelle machen und von der Wertschöpfung, das heißt von dem Ist, an der Stelle kommen. Wenn wir uns jetzt noch mal kurz den Aufbau der Projektlandkarte in Erinnerung rufen, über den wir dann natürlich auch unsere Fortschrittskontrolle am Ende vollführen wollen. Ja, das heißt, wenn wir sagen, wir haben hier oben wieder unsere Projektphasen und mit den Meilensteinen, dann haben wir da eine Ebene drunter, haben wir unsere Eckpunkte, die von der Zeitdauer ungefähr so bis zu 2 Jahre dauern können. Ja? Eine Ebene darunter sind halt die Tätigkeiten, das ist das, was ich eben durchführen muss, damit ich erfolgreich das Ziel, also mein Zwischenziel, diesen Eckpunkt erreiche, damit ich dieses Teilergebnis meines Projektes erreiche. Und dann darunter habe ich meine Aufgabenpakete, das heißt, das sind wirklich die Tagesaufgaben, die die Kolleginnen und Kollegen in den Projekten erledigen müssen, um wiederum diese Tätigkeit abzuschließen. Das heißt, wenn man jetzt auch hier guckt, ja, ich habe methodisch sozusagen immer ein Herunterbrechen vom Groben, ja, ins Feine und je nachdem, welche Methode dafür denn sinnvoll ist, kann ich zum Beispiel Scrum, kann Pull-Planung nutzen, eventuell auch ein Brainstorming oder wenn es einfach ein klar definierter Prozess ist, kann ich auch einfach, sag ich mal, eine Checkliste nutzen, die für alle Projekte gültig ist. Sodass ich hier in meine Termine immer wieder runterbreche in kleinere Pakete und damit auf der anderen Seite natürlich, wenn man jetzt hier auf der rechten Seite guckt, von unten, ja, wieder von unten nach oben die Möglichkeit habe, über meine Aufgaben mein Projekt zu steuern. Das heißt, über den Status dieser Aufgabenpakete habe ich das in der davor gesehenen Zeit, dass wir haben uns gesagt, diese Aufgabenpakete sollten um die 2 Wochen ungefähr lang sein, damit man sagen kann, okay, habe ich erreicht, habe ich nicht erreicht. Und über den Status dieser Aufgaben kann ich dann natürlich kontinuierlich, ja, gemeinsam in meinen Projekten mit meinem Projektteam immer die Kaskade durchgehen und meinetwegen von meinem Projektteam zu meinem Teilprojektleiter oder auch zu meinem Projektleiter berichten und das Projekt ist sozusagen darüber steuern. Und das Wichtige ist wieder dabei zu sagen, okay, ich steuere über das Ist, ja, ich steuere darüber, was ist wirklich im Projekt erreicht worden. Wenn man jetzt sagt, okay, welchen Vorteil hat das Ganze, liegt natürlich auf der Hand, dass ich hier die Möglichkeit habe, eine kurzzyklische Erfolgskontrolle durchzuführen, ja, und damit auch
in die Lage versetzt werde, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und eventuell Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal hier unten in diesen Punkt der Aufgabenpakete kurz reinzoomen, was ist jetzt der Gedanke, den wir dabei hatten? Wenn ich jetzt hier unten diese Aufgabenpakete habe, die sich aus den Tätigkeiten dementsprechend wieder runterbrechen, habe ich vielleicht ein Aufgabenpaket A, wo ich merke, Mensch, ich bin jetzt nicht ganz hier unten auf meiner Sollkurve, bekomme es aber noch im Projekt sozusagen gegengesteuert und erreiche am Ende mein Ziel. Ja? Dann kann man sagen, okay, ich komme halt hier mit ein bisschen mehr Aufwand, komme ich auch noch ans Ziel. Aber unten bei dem Aufgabenpaket B sehe ich halt dann ziemlich schnell, dass ich eben nicht an mein Ziel komme. Und das ist aber der Vorteil jetzt hier. Das merke ich nicht nach 2 Jahren. Ja? Oder so wie es sonst immer so kurz vor der Angst sagt man halt, Mensch, ach, ich brauche doch noch mal 6 Monate länger oder ich brauche ein Jahr länger. Ja, wenn ich jetzt hier sage, ich habe hier oben praktisch eine Tätigkeit oder einen Eckpunkt, der dauert bis zu 2 Jahre. Und das merke ich relativ früh, kann dementsprechend transparent gegensteuern und Gegenmaßnahmen ergreifen. Das ist für uns aus unserer Sicht ganz klar an der Stelle der Vorteil. Das ist quasi das, was Niklas vorher bei seinem Keynote gesagt hat. Wir fahren eben nicht mit 7 Sekunden Augen geschlossen, sondern wir haben jederzeit systematisch sozusagen versucht, das sozusagen umzusetzen. Ja. Genau. Zum Lessons Learned noch als Abschluss. Wir bringen jetzt genau diese Punkte auch in die Projekte, also die Lean Coaches in unserer Organisation. Wir haben 113 Projekte, die wir jetzt gerade insgesamt migrieren. Das Ziel ist sozusagen bis zum 28.02. Nächsten Jahres die Projektlandkarte in alle Projekte eingebracht zu haben. Die Stati oder die Status der einzelnen Projekte ist sehr unterschiedlich. Ja, aber im Grunde haben wir hier mal ein paar FAQs aufgelistet, eben, was ich schon gesagt habe, ach, das sind bloß 96 Eckpunkte. Seid ihr sicher, dass ihr nicht wirklich irgendwie was vergessen habt? Ja, das kommt einfach aus der Historie raus mit den 5.800 verschiedenen Prozessen, dass man eigentlich gedacht hat, naja, eigentlich ist doch alles genau mit drin und das kann man jetzt irgendwie auf 96 reduzieren. Dann das, was Mischa vorher gezeigt hat, naja, jetzt kommt noch ein IT-Tool, super. Lean ist doch auch Verschwendung reduzieren und Doppelarbeit reduzieren und jetzt kommt ihr nochmal mit einem IT-Tool, das ist auch so eine klassische Frage. Lustig ist dann nur, wenn man dann die Kollegen fragt, wie viele Apps hast du denn auf deinem Smartphone? Also normalerweise ist es auch so, man hat für jede App irgendwie, also mit Google Maps kann man halt kein Wetter abrufen, ja, und hier wird immer nach jedem Inkrement, wir versuchen immer 120% Lösung zu haben, ein Programm, das alles erschlägt. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Dann auch die Frage, welche Prozesse denn wir auch als Zentrale, als nicht wertschöpfend erachten. Ja, das ist auch eine sehr gerne gestellte Frage, die wir eben auch darüber beantworten wollen, dass wir bei der Struktur und bei dem Standardprozess eben auch die Prozesse entdeckt haben, die sozusagen ins Leere laufen und die dann auch entsprechend eliminieren. Und auch Prozesse wie Einkauf, Umwelt, Nachtragsmanagement etc. sind eigentlich alle mit drin, sind aber nicht als extra Horizontallinie aufgeführt, weil sie im Prinzip nur dazu dienen, als Unterstützung mein Ziel zu erreichen. Also wenn ich eine Inbetriebnahme der Baustelle haben will, dann muss mein Nachtrag, meine Schlussrechnung und so weiter, muss halt alles abgeschlossen sein. Genau, ja. Lessons learned. Dabei ist natürlich jetzt wichtig, das kann man immer sozusagen, deswegen haben wir versucht, das auch so ein bisschen gegenüberzustellen, dass man sagt, na klar, wenn wir jetzt nur 96 Eckpunkte haben, aber dann ist natürlich auf der anderen Seite der Punkt der Visualisierung, das, was Martin auch gesagt hat. Er hätte nie gedacht, dass sozusagen unser Gesamtprozess auf eine DIN A3-Seite passt. Und da kann man wieder sagen, wir haben da natürlich den Vorteil, dass wir eine übersichtliche Darstellung haben, die damit praktisch den Zugang zu dem Gesamtprozess stark vereinfacht hat. Darüber hinaus haben wir eben fehlende und nicht synchronisierte Prozesse aufgedeckt. Das heißt, unsere Prozesse konnten entsprechend angepasst werden. Manchmal hat man irgendwie eine Prozessschleife zu viel. Manchmal ist es aber auch so, wie Martin genau gesagt hat, trotz 5.380 Prozessen fehlt vielleicht nochmal was. Und das haben wir dementsprechend an der Stelle auch korrigieren können.
Und ganz wichtig, es steht nicht im Vordergrund der Prozess an sich, sondern das Ergebnis und die Tätigkeit, wie ich dort sozusagen zu meinem Ergebnis komme. So, von daher muss man auch sagen, ja, ist es auch eine Umdenken gewesen, ja, im Herangehen an unsere Aufgaben. Und für mich im Endeffekt ganz persönlich am wichtigsten, weil ich jetzt ja in meiner Funktion in der Zentrale irgendwo immer dieses konzeptionelle Vordenken auch gewissermaßen ja, in meiner DNA habe. Das Wichtigste im Endeffekt ist für mich gewesen, dass nicht für die Kollegen vorauszudenken, das ist das, was ich hier unten noch mit aufgeschrieben habe, sondern gemeinsam mit den Kollegen zu entwickeln. Das ist so aus meiner Sicht gerade bei der Implementierung für mich die wichtigste Kernbotschaft gewesen. So, und damit beschließe ich. Und um auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen, hoffe ich jetzt, dass noch mehr Leute gerne mit der Bahn fahren und weniger am Stau stehen. So, vielen Dank für Ihre Ausführungen, für Ihre Erfahrungen. Fragen aus dem Publikum? Herr Meurer, ja klar. Danke. Eine Frage natürlich, die mich interessiert, ist, ja, man macht das tatsächlich, glaube ich, für die Leute in den einzelnen Standorten. Die Frage ist, wie holt man die denn ab? Man bringt es rein, ne, das ist die Karte, so jetzt, und los geht's. Und dann, was ist der erste, wie macht man das? Der erste Schritt, den würde mich ja interessieren. Also wir haben in der gesamten Migration, wir haben mehrere Phasen. Das heißt, wir haben am Anfang erstmal die ganzen Maßnahmen, wie sie an sich darstellen. Auch die Projektlandkarte stellen wir erstmal im ganz Allgemeinen vor. Wir haben auch die Projektlandkarte erstmal, auch wenn es im ersten Moment komisch klingt, in diesem Symbio-Portal abgelegt, aber sozusagen als Vorfilter, sodass wir praktisch rein visuell gesprochen über die Projektlandkarte in das Symbio einsteigen und somit uns genau den richtigen Prozess auch rausangeln, den wir sonst aus dem Knäuel vielleicht gar nicht rausholen könnten. Und danach, das, was Mischa auch schon gesagt hat, ist im Prinzip, wir bringen das in ein IT-Tool, verknüpfen praktisch die Projektlandkarte mit dem Terminplan, sodass der Abstand zwischen Punkt 24 und 25 genau die 128 Tage sind, die Sie in Ihrem Terminplan drin haben, und steuern darüber auch dann das Aufgabenmanagement, sodass wir auch da sozusagen den Termin gleich mit reinsteuern können. Das wird dann aber sozusagen extra passieren, und dafür haben wir im Prinzip so eine Art Migrationsfortschritt, der in verschiedenen Workshops dann auch stattfindet, der am Schluss im Prinzip ein sehr IT-lastiger Workshop ist, weil man einfach es ist relativ intuitiv, dieses Programm, dass man das auch einfach pflegen kann. Und wir machen für jeden Terminplan im Projekt, also wenn wir jetzt gerade ein Großprojekt haben mit mehreren Planfeststellungsabschnitten, dann hat jeder Planfeststellungsabschnitt eigentlich für sich eine kleine extra Projektlandkarte, weil die ja bis zu einem gewissen Punkt vielleicht parallel laufen und dann irgendwann driftet es auseinander, sodass jeder da eigentlich steuern kann. Ja, und aus meiner Sicht muss ich auch sagen, das Wichtigste ist an der Stelle auch, weil wir natürlich auch pilotiert haben, ja, diese Erfahrung von den Erstanwendungsprojekten, die mit anderen zu teilen, ja, das heißt, das anfassbar, also greifbar zu machen. Und wenn jetzt plötzlich ein Projekt sagt, Mensch, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, und das sind sozusagen Kollegen, ja, die vor ähnlichen Aufgaben, ähnlichen Problemen stehen und sagen, es hat uns enorm viel weitergebracht, dann ist dieser Effekt im Endeffekt da, der heute Morgen auch in der Keynote rausgekommen ist, dass die Leute sagen, Mensch, ach ja, das hört sich ja gut an, das will ich auch haben, was muss ich denn machen, damit ich das auch bekomme? Ja? Und dann sage ich immer nur, ja, müsst euren Lean-Coach in der Region ansprechen, und es kommt jedes Projekt dran, keine Sorge, wir müssen uns nur über den Zeitpunkt halt Gedanken machen. Das ist auch immer das Wichtige. Und dann dieses Erfahren, was Martin genau sagt, dass die Leute sehen, wir wollen es einfacher machen. Also das heißt, wir wollen jetzt nicht noch was on top, sondern wir wollen es eben einfacher machen und in dem Sinne für die Wertschöpfungsebene. Mhm, vielen Dank. Weitere Fragen? Wie passiert das ständige Fortschreiben dieses oder der Projektlandkarte? Mindestens alle 14 Tage, wenn nicht täglich, je nachdem. Also über die Aufgabenpakete. Es gab früher mal bei der Projektbau die Vorgabe, dass ein Vorgang im Terminplan nie länger sein sollte als 3 Monate.
weil ich im normalen Projektgeschäft vielleicht auch nicht viel weiter vordenken kann. Und deswegen sind die Aufgabenpakete, sagen wir, auf 2 Wochen zugeschnitten. Und das Team entscheidet immer, bin ich im komplexen Bereich, muss ich vielleicht integrative Planungsmethoden oder agiles Projektmanagement irgendwie betreiben oder reicht mir das mit einer To-Do-Liste? Also das Team entscheidet im Prinzip über die Methodik, muss ich Tagesaufgaben schreiben, muss ich Scrum betreiben oder sowas oder kann ich einfach sagen, es bleibt. Ja, genau, das ist jetzt hier nochmal der Punkt. Also das ist ja ganz wichtig, das wäre jetzt die Fortschreibung in dem Sinne. Das heißt jetzt inhaltlich, prozessual haben wir jetzt alles halbe Jahr, alle Vierteljahr eine Gesamtrevision der Meilensteine und der Organisation, die wir dahinter haben. Aber ganz täglich im Projekt habe ich ja hier, das ist ja genau das, was ich jetzt hier im Projektteam habe, wo wir rangeschrieben haben, kontinuierlich. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen in den Projekten können in ihrem, manche machen es täglich, manche machen es vielleicht wöchentlich in ihren Teambesprechungen. Gehen die einfach, haben die ja ihre Arbeitspakete, die sie dann über jetzt ein Scrum oder Kanban-Board, was dahinter liegt, einzelnen Personen zugeordnet haben. Und dementsprechend habe ich jetzt ja hier meine große Zeitachse mit meinen dahinterliegenden Aufgaben habe ich jetzt runtergebrochen, praktisch vom Groben ins Feine, und habe ja auch Zeiten dahinter geschrieben, wann sollte das idealerweise mein Aufgabenpaket erledigt werden. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, hier im positiven Fall, Mensch, tipptopp, alles gut gelaufen, Daumen hoch. In meiner Besprechung spreche ich dann nur noch über den Status und sage jetzt nicht, jetzt hier lange Geschichte, da habe ich ja manchmal schon Probleme, wenn ich ein Protokoll habe, zu gucken, okay, was ist jetzt überhaupt der Status der ganzen Aufgaben. Sondern das habe ich jetzt hier auf einen Blick. Und wenn ich eben, wir haben auch ein Ampelsystem dahinter, das hatte ich jetzt gerade eben nicht noch erwähnt. Wenn ich jetzt aber ein Problem habe hier unten mit der Erledigung meiner Aufgabe, dann kann ich natürlich sofort sagen, pass auf, ich als Bearbeiter dieser Aufgabe setze jetzt hier in dem Fall, wir haben jetzt ganz normal eine orangene Ampel, das heißt, es muss eine Gegenmaßnahme ergriffen werden oder eine Maßnahme ergriffen werden, damit ich wieder das, was ich gerade gesagt habe, in dieser kurzzyklischen Steuerung in den grünen Bereich reinkomme. So, und wenn ich die Ampel auf rot setze, heißt das hier oben für meinen Projektleiter, dass in diesem einen kleinen Teilprozess sozusagen aus dem Projektteam selber keine Gegenmaßnahme mehr notwendig ist, möglich ist, sodass er als übergeordnete Instanz dort eingreifen muss. So, das wäre jetzt der Punkt, was heute Morgen auch so ein bisschen kam, dass der Projektleiter jetzt mit einem Blick auf sein Projekt guckt, nachher hat er ein Dashboard und dann kann er natürlich sofort sehen, wenn ich jetzt guckt er sich als erstes mal natürlich an, okay, wo muss ich als Projektleiter praktisch hilfestellend oder Hilfestellung geben und eingreifen, wo habe ich meine roten Ampeln? So, und damit hat er ziemlich schnell einen Überblick über den aktuellen Status im Projekt. Okay, vielleicht noch eine ergänzende Frage, weil so ein Projekt besteht ja meistens aus täglichen Veränderungen. Ja. Täglich kommt ja irgendwelche neuen Herausforderungen dazu, gerade wenn man dann in der Realisierung ist. Und das muss ich damit ja auch einfließen lassen. Und dann habe ich jetzt gerade mal, oder ich hätte jetzt die Befürchtung, dass es dann nicht mehr ganz so handhabbar ist, wie vielleicht in der Planungsphase. Ja, das ist so, aber wenn Sie sich angucken, wie viele Eckpunkte wir bei der Realisierungsphase drin haben, das sind relativ wenige. Und ich sage jetzt mal, das Ganze drumherum entspricht dann mehr. Das ist halt dann die Individualität. Also wie gesagt, auch bei eurem Projekt ist es vielleicht anders zu handhaben, als jetzt eine Brücke auf der grünen Wiese im ersten Moment. Aber man muss natürlich auch sagen, klar, ich habe diese Aktivitäten, aber wie mache ich es? Das ist mal genau die Frage, die ich dann auch stelle. Wie mache ich es denn heute? Heute schicke ich eine E-Mail rüber. Ja, ich schicke eine E-Mail rüber und sage, das und das muss noch gemacht werden. Oder ich führe eine Excel-Tabelle. Bitte so. Übernehmen. Ja, bitte übernehmen, bitte umsetzen. So, und da ist es jetzt so, an der Stelle, dass wir durch dieses Kanban-Board, was dahinter steht, natürlich auch jetzt hier immer wieder zusätzliche Aufgaben natürlich generieren können. Und man kann die ja auch den Kollegen und Kolleginnen im Projekt sozusagen zuordnen. Ja? Das heißt, ich schreibe denen jetzt keine E-Mail und sage, Mensch, ne, da kann ich hier auch eine Aufgabe erstellen und sage, pass auf, ist es jetzt noch was dazugekommen oder in eine bestehende Aufgabe mache ich unten noch eine Checkbox mit rein und sage, du müsstest aber bitte noch da und da dran denken. So, dass in dem Sinne ist es dann wieder sofort transparent und derjenige, der die Aufgabe erledigen muss, hat auch wiederum sein Dashboard und sieht, Mensch, was ist bei mir innerhalb der nächsten 2 Tage, 2 Wochen
eventuell fällig. Das ist aber auch hier unten. Also das ist die Aufgabe vom Projektleiter sozusagen, die Tätigkeiten auf die Arbeitspakete umzubringen und im Prinzip auch sozusagen für Ruhe zu sorgen, weil wenn ich jetzt denen eine Aufgabe gebe, das macht man vielleicht nur ein oder zweimal, dass man weiß, 7 Leute haben jetzt 2 Wochen lang intensiv an der Aufgabe gearbeitet, aber das ist genau für einen Papierkorb. Also auch die Planer, wer macht gerne Fiktiventwürfe? Ja, also wer plant gern für einen Papierkorb? Das macht keiner. Also da ist auch ein Lerneffekt da. Dass das nicht von heute auf morgen mit Licht an- und ausschalten geht, ist klar. Aber das, was Mischa auch gesagt hat, ist eigentlich der interessantere Punkt, auch als Projektleiter, als Führungskraft. Ich kriege hier auch eine Eskalation, die zielgenau ist und nicht, ich muss mir erstmal den Vorgang suchen, wer war es denn, sondern ich kriege genau quasi diese Tagesaufgabe auch und sage, hier, bitte kümmere dich drum. Und was ich dann mache, ob ich mehr Ressourcen mache oder ob ich umpriorisiere oder, das bleibt natürlich dann dem Projektleiter auch überleiten. Ja. Okay, dann war hier nochmal eine Frage. Ich hätte mal eine Frage zum Thema Haltung. Also wenn Sie aus der alten Welt kommen, wie man so gearbeitet hat, und ich gehe mal auf die Mitarbeiterebene ganz runter und möchte die Haltung verändern. Und Sie würden jetzt Ihr Projekt angucken und sagen, ich heute eine Mitarbeiterbefragung mache. Kriege ich daraus, dass die Leute bereit sind oder bereit geworden sind, durch die Transformation Verantwortung zu übernehmen? Ja, ich will. Oder fühlen sich eher getrieben, dadurch, dass sie so stark kontrolliert werden? Weil sie sind ja total transparent geworden. Mal ganz offen und ehrlich, wie ist Ihr Eindruck? Wo befinden Sie sich da auf dem Weg? Also aus meiner Sicht ist es an der Stelle wieder eine Frage der Führungskraft. Das ist immer im Endeffekt natürlich wie im Leben derjenige, der direkt darüber sitzt. Ja, wenn es jetzt hier unten auf der Projektingenieursebene ist, ist es dann halt der Teamleiter oder dann der Teilprojektleiter. Dass diese Offenheit im Team auch zu sagen, ja, ich komme an der Stelle vielleicht nicht weiter. Ja, ich setze jetzt eine rote Ampel, dass das nicht heißt nach dem Motto, jetzt morgen kommt einer mit der Keule vorbei und sagt, ja, wir wollen hier keine rote Ampel. So, das ist ja immer sonst dieser Standard von diesen Melonenampeln, die sozusagen außen grün, innen rot sind. Dann habe ich nur grüne Ampeln in meinem Projekt und läuft ja alles super und dann irgendwie plötzlich merke ich, kurz vor der Inbetriebnahme läuft doch nicht alles super. Ist auf jeden Fall schwierig und es ist auch diese Transparenz innerhalb des Projekts ist ganz klar ein Umdenken und das merken wir auch, das geht jetzt nicht mit einem Fingerschnipp. Also garantiert nicht. Es geht nur immer darum, den Leuten praktisch diese Hilfestellung, die es im Endeffekt für sie ja auch bedeutet, zu vermitteln, den Vorteil, also versuchen immer wieder den Vorteil rauszuarbeiten, den Mehrwert, den der Nutzen praktisch für das Projekt und damit auch für sie selber, weil sie selber jetzt arbeiten damit ja auch in gewissem Maße stressfreier. Also sie sind ja nicht mehr Feuerwehr in jeder Hinsicht, sondern sie können wirklich, wie Martin gesagt hat, punktuell, konzentriert, praktisch in die Steuerung der Projekte eingreifen. Also es nochmal, also aus den Regionen jetzt zum Beispiel gerade, ich kann jetzt mal für die Region Süd sprechen, ist es schon so, dass die Mitarbeiter sich das eigentlich immer gewünscht haben. Und auch in den großen Mitarbeiterbefragungen, die wir immer machen, alle 2 Jahre, kam genau das raus, ich möchte kein Silo mehr haben. Der Einkauf ist eine Servicefunktion, aber die wollen ganz was anderes von mir haben. Und mit dem verbinde ich die Leute eigentlich. Es ist immer, so wie Mischa auch gesagt hat, eigentlich die Mitarbeiter selber wollen das gern strukturiert abarbeiten. Keiner kommt ja morgens gern ins Büro und nach einer halben Stunde kann ich meinen Tagesplan irgendwie in die Tonne klopfen. Sondern es wäre schon schön, wenn ich da irgendwie mir das, was ich mir vorgenommen habe, auch irgendwie erledigen kann. Aber das ist genau das Führungsthema. Und man merkt eigentlich in den Workshops auch das, gerade dieses Runterbrechen und Priorisieren von den Führungskräften, das ist genau der Knackpunkt. Es gibt Führungskräfte, die machen das super. Die können Ihnen die Aufgabe sozusagen genau erklären, auch sagen, ich brauche das, warum. Und das ist mein Abnahmekriterium und so, damit gilt die Aufgabe für mich auch als erledigt. Und es gibt Projektleiter, die sagen halt, ja, mach halt. Und das wird halt dann transparent und dann hilft den Mitarbeitern auch, sage ich mal, die reine Methodik, also diese Mechanik da drin, weil dann ist das Menschen auch so ein bisschen raus, weil es über die Methode quasi abgefedert wird. Und da ist man relativ schnell auch dabei, bei der Zeitenwende, die Sie letztendlich ja auch angemerkt haben, dass wir nicht nur bei den Mitarbeitern immer schauen sollten, in dem Fall, oder was die dann rückmelden, sondern wir brauchen auch Führungskräfte oder Führungspersönlichkeiten,
die da natürlich geschult werden, mitgenommen werden, ausgebildet werden und ganz viele Themen. Das hängt da alles viel zusammen. Es geht dann weiter in die Arbeitswelten hinein. Ich war bei der DB Netz AG unlängst in Karlsruhe, habe mir die Arbeitswelt dort angeschaut. Also das ist für mich erstmal ganz positiv überraschend gewesen, in einem ehemaligen Staatskonzern sowas zu sehen, wenn ich mir das gerade mal kurz als bekennender Bahnfahrer erlauben darf. So, jetzt war hier drüben noch eine Frage. Eine Frage hat man noch, genau. Ja, eine Frage war, geht glaube ich so. Ein Glück, dass Sie da sind, dann geht das ja wohl doch schneller jetzt mit der Bahn. Das war das Erste. Das Zweite ist, Sie haben gesagt, ein starker Faktor ist auch die Politik. Haben Sie die Politik bei Ihrer langläufigen Betrachtung von den 2025 da mitgenommen oder haben Sie sie außen vor gelassen? Erste Frage. Merken Sie schon eine Verkürzung des Prozesses, weil es ja doch ein sehr langer Prozess ist? Also wir haben uns im ersten Schritt natürlich jetzt an dieser Stelle, wie man es auch gesehen hat, auf unsere internen Prozesse konzentriert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir gerade durch diese Bedarfsplan-Umsetzungsvereinbarung jetzt viel stärker zusammen auch mit den genehmigen Behörden, das heißt zum Beispiel Eisenbahnbundesamt, im Vorfeld und auch in der Definitions- und Planungsphase zusammenarbeiten. Das heißt, der Austausch ist viel enger und dann kommen natürlich noch solche Themen dazu, die ich unten noch genannt hatte auf der Projektlandkarte wie BIM, ja, wo ich auch davon ausgehe, dass wir, oder nicht davon ausgehe, sondern wo auch davon ausgegangen wird, dass eben der Auftraggeber, beziehungsweise jetzt hier unser Finanzmittelgeber zum Großteil mit integriert wird und das Eisenbahnbundesamt im Bereich BIM pilotiert aktuell den direkten Datenaustausch zum Beispiel von Planungsunterlagen mit unseren Projekten. Also das heißt, da kommt was, aber wir haben in diesem ersten Schritt wirklich erstmal geguckt, dass wir unsere internen Hausaufgaben an der Stelle machen. Mhm. Du wolltest noch was ergänzen? Nee, passt, okay. Alles gut. Und haben die gemerkt, dass sie schneller werden? Oder? Ja, wir sind ja momentan, wir sind jetzt gerade mit der Implementierung gestartet. Das heißt, wir analysieren jetzt erstmal einen ersten Schritt, praktisch, Martin macht es ja tagtäglich in den Regionen, die Terminpläne, kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen? Ja, also in Süd ist es zum Beispiel so, dass wir auch diese Beschleunigungsmaßnahmen, weil das ist ja eigentlich das Kern des Ganzen, also wir wollen ja schneller werden. Ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz im Kopf, ich glaube, wir haben in Süd ungefähr 30% der Projekte konnten wir beschleunigen. Also nicht, wir haben, also die 25% mit den 5 Jahren, das gilt ja sozusagen für Projekte, die jetzt starten, also die praktisch jetzt nächstes Jahr in die Fulda-Konferenz gehen und so weiter. Also wir haben aber Projekte, die sind teilweise in der Leistungsphase 3. S-Bahn-Stammstrecke ist kurz vorm Bau. Ja? Ich meine, da kann ich jetzt nicht sagen, wir verkürzen mal um 5 Jahre, das funktioniert halt nicht. Aber wir haben insgesamt sozusagen 30% der Maßnahmen sind sozusagen so reingekommen, dass sie auch verkürzt haben. Also wir haben den Stand der Projekte sozusagen festgestellt. Dann gab es irgendwie, also in Süd sind es glaube ich 900 Monate, die sozusagen insgesamt zur Diskussion stehen. Und davon waren 700 Monate ungefähr schon umgesetzt in den Terminplänen. Und die anderen waren noch praktisch das Potenzial, was wir da noch erkannt haben. Das sind ungefähr, das Potenzial waren 30%. Also schon ordentlich. Genau. Nee, also ja. Wir reden von, wie gesagt, 30% Projektlaufzeit oder Restprojektlaufzeit und das ist schon relativ hoch. Genau, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, Martin, dass wir eben sagen, das war ja von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme und wir jetzt, ja, wir haben laufende Projekte, das ist halt einfach der Fakt. Genau, deswegen können wir jetzt nicht in jedem Projekt mehr diese 5 Jahre realisieren. War aber auch eine Geschichte bei unserem Vorstand, weil der natürlich die Erwartungshaltung hat, jedes Projekt wird zum 25% kürzer. Und das ist auch... Naja, nein. Ja. Wie hat man bloß früher gearbeitet, wie furchtbar, und jetzt schafft man das innerhalb von kürzester Zeit. Und ich glaube, um das auch abzurunden dann, wir haben 15 Uhr, das ist, die Erwartungshaltung vom Management ist immer da, das kennen wir, aber man, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dann dran zieht, und vielleicht kann man noch den einen oder anderen Fehler dann auch noch mit ausmerzen. Genau. Jetzt habe ich gerade noch gehört, das ist Murks oder sowas, meinen Sie? Nee, wir machen das gleich. Okay. So, wir sind kurz nach 15 Uhr, ich würde es dann hiermit beschließen. Okay. Vielen Dank an Sie, Herr Gödelt, an Sie, Herr Jenschke, und an die Vorredner, an den Herrn Kühn und Herrn Meurer, und für die Beteiligung, rege Beteiligung. Vielen Dank.
Okay.